Das können wir so nicht schreiben. Muss ich nochmal umtexten. Wie? Was? Oh, hallo, ihr seid auch schon wieder da? Dann herzlich willkommen zu meinem 4-Jahres-Special. Ja, 4 Jahre sind schon wieder rum, vor 4 Jahren. Heute vor 4 Jahren habe ich auf YouTube meinen Kanal erstellt. Und heute, ja, ist es mal an der Zeit, ein bisschen was zurückzugeben. Vielleicht, ja, habt ihr schon gesehen im Videotitel. Es wird diesmal meine eigene Meinung sein, was ich so über die 4 Jahre mitbekommen habe. Ich denke mal, es wird auch an der Zeit sein, mal seine eigene Meinung zu sagen. Ich habe jetzt bislang 4 Jahre lang immer nur zugeschaut, habe meine Schnauze gehalten, habe mich zwar mal ab und zu geäußert in Videos, aber noch nicht so richtig irgendwie, was mir jetzt über die 4 Jahre aufgefallen ist. Das habe ich gerne mal aufgeschrieben in einen schönen Brief, den ich vielleicht so an viele Leute hätte abschicken können. Viele von euch, viele von den Hatern vielleicht oder viele, die bis heute nicht verstehen, wie YouTube läuft oder was weiß ich, wie YouTube ist. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, lehnt euch zurück, hört mal zu und ja, schreibt eure Meinung, wie gesagt, unten rein in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Aber so kann es natürlich nicht bleiben, oder? Bild, Musik. Gut, also fangen wir einfach mal an. Liebe Abonnenten und liebe Abonnentinnen. Seit nunmehr 4 Jahren bin ich Inhaber und Leiter des Kanals HSPLP. Und vorneweg sei es nochmal gesagt und auch stark betont, ich bereue diese Entscheidung in keinster Weise und bin auch immer noch voller Zufriedenheit. In dieser Zeit sind mir viele Leute und heutige Kollegen ans Herz gewachsen. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich sowas bis jetzt erleben durfte. In dieser Zeit ist mir vor allem meine Community, also ihr, also du, ans Herz gewachsen. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie wichtig doch der Kontakt und die Interaktion mit euch ist. Auch meine ersten Projekte, die qualitätsmäßig nicht ganz der Kracher waren, haben mich aber zu dem gemacht, der ich heute immer noch bin und immer sein werde. Ich habe mich in keinster Weise verstellt, meinen Abonnenten und Zuschauern etwas vorgemacht oder um etwas gebettelt. Ich bin einfach sehr dankbar um diese kostbare Zeit, die ich stolz mein Hobby nennen darf. Wenn ich zurückblicke auf meine YouTube-Laufbahn, gab und gibt es leider nicht nur Lichtblicke. Was ich vor allem früher an YouTube sehr geschätzt habe, war der humane Umgang miteinander. Man half sich gegenseitig größer zu werden, unterstützte einen bei Problemen und gab Hilfe und Tipps. Auch die Anzahl der Let's Player war früher deutlich niedriger und man konnte noch ganz ohne, ich nenne sie mal vorsichtig in Anführungszeichen, neue YouTube-Generation gut miteinander auskommen. Das heißt also von Hatern, Neidern und kleinen nervigen Kiddies weit und breit nichts zu sehen. Und so habe ich eigentlich gedacht, würde es die nächsten Jahre auf YouTube weitergehen. Aber wenn ich heute auf unser YouTube schaue, sitze ich einfach nur fassungslos da und schäme mich mit schüttelndem Kopf, offenem Mund für unsere sogenannte, in Anführungszeichen wieder gehalten, Jugend von heute. Wenn ich mir vorstelle, dass diese sogenannten, ich nenne sie einfach mal vorsichtig, Jugendliche für unsere Rente später mal verantwortlich sind, ja, dann habe ich mir schon überlegt, gehe ich lieber mit 70 selber nochmal arbeiten und verdiene mir noch ein bisschen was dazu, anstatt von so irgendwelchen Leuten dann später meine nicht so hohe Rente, gehe ich mal von aus, bezahlt bekommen zu lassen. So einen respektlosen Umgang hätte ich mir damals mal erlauben sollen mit meinen Eltern. Ich hätte links und rechts von denen quasi, ihr wisst was Sache ist. Und von meinem Vater hätte ich mir einen Vortrag anhören müssen sollen über Respekt gegenüber älteren Leuten. Aber genau dieses Wort, Respekt, was ist das eigentlich? Diese Frage stellen sich immer mehr Leute von unserer ach so schönen Jugend von heute. Deshalb appelliere ich an euch da draußen. Sorgt dafür, dass wieder Gerechtigkeit auf YouTube herrscht. Unterstützt die Leute, die es durch ihre harte Arbeit, Herzblut und Schweiß einfach verdient haben, mehr Aufmerksamkeit auf ihre Videos zu bekommen. Macht nicht den Fehler, wie viele andere ihn tun und gebt den Like-Geilen noch mehr Likes und den Abo-Geilen noch mehr Abonnenten. Kümmern die sich denn auch so sehr um ihre Community wie die kleineren YouTuber? Beantworten sie wirklich jeden ihrer Kommentare? Und genau diese Leute setzen als
Teilnahmevoraussetzung für irgendwelche Gewinnspiele ein Pflichtabo voraus. Und die einzige Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wieso? Man kann doch keinen dazu zwingen, heutzutage an etwas teilzunehmen. Oder sehe ich das falsch? Die meisten dieser Leute sehen dich und deine Videos sowieso nie, nie wieder im Leben. Was ist das für ein YouTube, wo Minderjährige ihren Idolen heutzutage nacheifern und meinen, sie müssten sich mit Lippenstift und anderen Materialien ihr Gesicht zerstören? Was haben die Kinder denn von damals im Alter von 6 bis 13 Jahren gemacht? Ich glaube, die hatten Besseres zu tun, als sich irgendwelche Namen von Schminktussis in ihren Armen zu ritzen. Was weiß ich, was die damals gemacht haben. Und könnt ihr euch vorstellen, dass diese sogenannten großen YouTuber und Vorbilder, diese angeblichen Vorbilder, gar nichts dagegen unternehmen? Die denken sich einfach, so what? Absolut gar nichts. Und solche Leute werden dann noch unterstützt? Also Leute unter uns, es wird wirklich immer lächerlicher. Und es wird sich rein gar nichts für seine Fans, wenn die so als Fans gesehen werden, interessiert. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Aber darum geht es doch eigentlich heute. Oder bin ich dumm? Ist die Aktivität der Zuschauer denn nicht wichtiger als irgendwelche Zahlen, die dann als Abonnenten abgestempelt werden? Und deswegen geht es mir sehr um den Menschen hinter dem Abo. Ich möchte versuchen, mit meiner Art und Weise YouTube wieder dahin zu bringen, wo es einmal war. In eine humane und halbwegs geordnete Richtung. Aber das kann ich unmöglich alleine schaffen. Du kannst helfen, ich kann helfen, wir alle. Wir können helfen. Und wie gesagt, auch wenn dieser Text eigentlich ein wenig schöner gestaltet werden sollte, um vier erfolgreiche Jahre, aus meiner Sicht, vier erfolgreiche Jahre HSPLP zu feiern, habe ich diese Chance nun mal genutzt und versuche euch etwas zurückzugeben. Und zwar eine ehrliche Meinung mit ehrlichen Worten von einem ehrlichen Menschen. Ich danke euch sehr für mittlerweile 4 Jahre YouTube und wie gesagt, ich hätte sehr gerne ein schöneres Video gedreht, aber ich war der Meinung, es sei an der Zeit, mal die Sachen so darzustellen, wie ich sie finde. Und ich denke, mit meinen vorhergesagten Aussagen liege ich da nicht ganz so verkehrt. Ich hoffe auf weitere Jahre mit euch zusammen auf YouTube und wünsche mir einfach nur, dass Gerechtigkeit wieder einkehrt auf YouTube. Unterstützt die Schwachen, die mit viel leider wenig erreichen können, weil andere, die es nicht verdient haben, ihnen das Rampenlicht klauen. Die Musik läuft immer noch im Hintergrund. Ich hoffe, ihr konntet den ein bisschen so verstehen, den Text. Ich habe jetzt auch nochmal beim Durchlesen gemerkt, da sind ein paar Rechtschreibfehler oder so. Ich meine, es ging ja jetzt mehr so um den Sinn des Videos. Ne? Also meine Meinung, ich habe wie gesagt 4 Jahre lang meine Schnauze sonst gehalten, habe mich zu solchen Themen sonst nie geäußert, aber man kann irgendwann nicht mehr nur zugucken. Man muss auch irgendwann mal reagieren. Deswegen habe ich vielleicht mal den Anfang gemacht. Ich möchte euch natürlich trotzdem jetzt zum Schluss des Videos nochmal für 4 Jahre danken. Habe ich ja auch schon im Text vorgelesen. Weil, ja, es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass jeden Tag, sag ich mal, ein Video kommt. Ne? Das wird ja von einem heutzutage schon wie auf einer normalen Arbeit erwartet, dass man jeden Tag hier abliefert. Ne? Aber das ist halt nicht so. Wenn man das nur hobbymäßig macht, so wie ich, und mir macht das wirklich noch riesen Spaß, genauso wie vor 4 Jahren, dann ist das heute einfach, weiß ich nicht, wird von einem zu viel erwartet. Uploadplan ist schön und gut, kann jeder machen, wie er will. Ich hatte ja auch mal früher einen Uploadplan, aber ich habe den dann rausgeschmissen, irgendwie aus meinem Konzept. Weil ich bin der Meinung, man soll nur dann hochladen, wenn es auch wirklich jemandem Spaß macht. Wenn man jetzt sagt, man muss am Dienstag das Video hochladen und man hat da einfach gar keine Lust zu, dann macht man es halt nicht. Es ist halt nur hobbymäßig. Die Leute, die damit Geld verdienen, die großen YouTuber, habe ich ja auch erwähnt im Text, die machen das natürlich. Die können auch, was weiß ich, jeden Tag um 9 Uhr können sie was aufnehmen. Während die anderen in der Schule hocken und versuchen noch was zu lernen. Und deswegen, die heutige Jugend habe ich mir auch dazu geäußert, wie ich die finde. Man muss ja nur die YouTube-Kommentare lesen unter diversen Schmink-Videos oder Schmink-Kanälen. Sucht am besten mal einfach nach Schmink-Videos. Keine Ahnung, ich schminke mich vor der Schule oder so. Und macht euch mal selber ein Bild drüber. Und schreibt mal eure Meinung unten rein in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich, wie gesagt, wenn es so weitergeht, naja, ich mache mein Ding. Ich habe meine aktiven Zuschauer, ich habe meine Community, wo ich sehr stolz drauf bin, wo ich mich auch nochmal 1000-mal bedanken möchte, wie bei den ganzen Abonnenten-Specials davor. Und ja, damit das Video jetzt doch zum Schluss hin doch noch ein bisschen schöner wird, habe ich euch unten in der Videobeschreibung als kleines
kleines Geschenk, sagen wir einfach mal, für diese 4 Jahre ein Wallpaper-Pack mit 100 Wallpapern von Minecraft reingestellt, die ihr natürlich selbstverständlich für eure Minecraft-Thumbnails benutzen könnt. Die Designer für Kanal-Avatare, Kanal-Banner natürlich, ne? Ihr könnt die frei verwenden, müsst mich auch nicht unbedingt erwähnen. Wäre schön, wenn ihr das machen würdet, aber es ist, wie gesagt, keine Pflicht. Ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt. Und ja, jetzt habe ich nicht mehr viel zu sagen. So mehr spontan. Und wie gesagt, das nächste Special-Video wird bestimmt auch wieder ein bisschen schöner. Aber ich war einfach, wie gesagt, der Meinung, das muss jetzt mal gesagt werden. Ich denke mal, das 4-Jahres-Special ist ein guter Zeitpunkt gewesen, mal seine Meinung zu sagen, nachdem man 4 Jahre lang, wie gesagt, seine Schnauze gehalten hat. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei 4 Jahren HSPP. Ich hoffe, es geht noch so weiterhin ein paar Monate, ein paar Jährchen weiter. Wer weiß, wie lange ich den Kanal noch hier mache bei der heutigen Situation auf YouTube. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke für euer offenes Ohr. Denkt mal ein bisschen nach über die Worte, die ich gesagt habe. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Glückwünsche natürlich auch, wenn irgendwer Glückwünsche loswerden will. Und dann, ja, ziehe ich das Video jetzt nicht unnötig in die Länge. Sag euch vielen Dank. Vergesst nicht ans Special-Geschenk, ans Geschenk von mir. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal vorbei. Viel Spaß mit dem Geschenk. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Euer HSPP. Macht's gut. Und nochmal vielen Dank für 4 Jahre. Freunde, 4 Jahre.